Liebe Zuschauer, die folgende Geschichte klingt so ungeheuerlich, dass wir sie erst gar nicht glauben wollten. Ein Saatgutkonzern hat es geschafft, ein Patent auf eine natürliche Pflanze zu bekommen. Und zwar auf ganz normalen Brokkoli. Die Entscheidung dafür fällte das Europäische Patentamt und könnte gravierende Folgen für Landwirte und Verbraucher haben. Es gibt Erfindungen wie die von Edison. Die sind ihr Patent wert, leuchtet sofort ein. Aber ein Patent auf Gemüse? Ohne Gentechnik drin, sondern biologisch gezüchtet, aus Zutaten, die Gott oder die Natur schufen. Das ist irgendwie paradox. Das schenkt uns die Erde und das kann man nicht patentieren. Klar kann man das. Der Saatgutriese Monsanto beantragte ein Patent für einen besonders nährstoffreichen Brokkoli. Das Europäische Patentamt und seine oberste Beschwerdekammer haben lange überlegt. Das Ergebnis? Das gewünschte Patent. Die große Beschwerdekammer hat entschieden, dass auch wenn die Züchtungsverfahren, die konventionellen Züchtungsverfahren zur Herstellung von Pflanzen nicht patentierbar sind, dieser Ausschluss der Patentierbarkeit sich nicht erstreckt auf die Pflanzen. Das heißt, die Pflanzen, die so hergestellt werden, sind patentierbar. Was hier so komplex klingt, enthält bei genauerem Hinsehen einen klaren Widerspruch. Denn laut EU-Patentkonvention kann eine herkömmliche biologische Züchtung gar nicht patentiert werden. Das Erzeugnis davon jetzt allerdings schon. Kommt das nicht auf das Gleiche raus? Patentgegner sind verärgert. Das ist schon eine haarsträubende Entscheidung. Und nicht nur das. Diese Brokkoli-Entscheidung durchkreuzt geltendes deutsches Recht. Denn Deutschland regelt die Patentfrage so, dass Patente für Pflanzen und Tiere als Erzeugnisse ausgeschlossen sind. Und deswegen könnte man Brokkoli auch nicht patentieren. Das Problem mit dem Urteil ist, dass es ein Präzedenzfall ist. Das heißt, alle anderen ähnlichen Patentanträge werden nach diesem Muster jetzt entschieden. Und darauf haben sich große internationale Konzerne schon vorbereitet. Hunderte ähnliche Patentanträge sind bereits in der Pipeline und warten darauf, dass sie grünes Licht bekommen. Ein Tomatenpatent, Kartoffel, Hopfen, Soja. Ein ertragreiches Geschäft für das Patentamt. Denn das verdient an jedem erteilten Patent mit. Und der Konzern sowieso. Der kassiert rund um das Gemüse Lizenzgebühren, von der Suppe bis zum Samen. Und jeder Gemüsegärtner, der die Sorte anbauen will, muss dafür zahlen. Wir haben eine Demokratie, die Bevölkerung will es nicht haben. Die Parteien setzen sich dafür ein. Und jetzt kommt eine Entscheidung, dass ein Konzern langsam in die Prozesse eingreifen kann der Lebensmittelherstellung. Also, das ist schon der Hammer, oder?